Hallo Leute, ich grüße euch. Schön, dass ihr einschaltet, auch in dieses Videoformat mal wieder, wo ich einfach mal ein paar Gedanken mit euch teilen möchte und auch ein paar Updates geben möchte, was meine Reise angeht, die ich sonst so vollbringe, neben dem Gaming-Content, der jetzt ab und zu mal wieder erscheint. Deshalb zuerst einmal ein Update für euch, was den Gaming-Content angeht, und danach möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, vor allem konstruktiv über ein Thema sprechen, nämlich die Angst. Also für mich ein sehr interessantes Thema, vor allem finde ich die Gedanken dazu. Also ich mache mir gerne ja Gedanken über dies und das, und das ist ein Thema, wo wirklich sehr, sehr viel in mir vorkommt und auch aus der Erfahrung sehr, sehr viel ich lernen konnte. Deshalb, das möchte ich euch einfach mal mitgeben in diesem Video. Aber wir steigen jetzt erstmal ein, und zwar in das Gaming-Update. Ihr habt jetzt gesehen, dass in den letzten Wochen hier und da mal wieder ein Video gekommen ist, und so möchte ich es eigentlich auch beibehalten. Also ich habe gemerkt, ich habe wieder richtig Bock bekommen, zu ein paar Titeln was zu machen. Momentan spiele ich sogar immer mal wieder Inquisitor Mate, also eigentlich ein Hack-and-Slay-Game im Warhammer 40k-Universum. Geiles Game, werde ich wahrscheinlich auch noch ein Update-Video zu bringen. Habe gerade richtig viel Laune und Spaß wieder dran. Aber auch ein paar andere Titel, auf die ich mich freue, die werde ich weiter thematisieren, besonders auch Space Marine 2, voll Bock auf dieses Game. Allerdings habe ich da auch mir ganz klar Grenzen gesetzt, sage ich mal so, auch keine wirklich so täglichen News-Videos oder täglich, ich muss irgendwie täglich ein Video machen oder sowas. Sowas wird nicht mehr kommen, wie ich in dem einen Video damals auch gesagt habe, als ich wirklich so diesen Cut gemacht habe. Und das wird sich auch nicht ändern. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und eigentlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, hat es irgendwie auch eine gewisse Verbindung zu dem zweiten, was ich eigentlich mit euch heute auch einfach mal ansprechen möchte, nämlich mit dem Thema Angst. Und da kommt ja eigentlich immer viel zusammen. Also Angst ist ja auch ein sehr, sehr weiter, breiter Begriff. Da kann man sehr viel mit verbinden. Verlustängste. Oder einfach Sorgen zu haben, dass irgendwas passiert. Oder wirklich sich Angst zu haben um sein Leben. Oder Angst zu haben, dass dies und das halt einfach passiert. Oder dass man auch jemanden verliert oder nicht genug ist. Oder dies und das. Ja? Also ihr könnt euch viel unter dem Thema Angst vorstellen, denke ich mal. Aber ich möchte dieses Thema eigentlich auch mit dem Begriff Realitätswechsel verbinden heute. Was meine ich mit Realitätswechsel? Über die ganzen Jahre, wo ich mich immer mit diesem und jenem gedanklich beschäftige und auseinandersetze, mit der Welt, mit Menschen, mit Gedanken, mit Einstellungen, mit Integrität, mit Authentizität und dies und das, ja, kam mir schon sehr, sehr viel in den Sinn, aber vor allem in Kombination mit dem Thema Angst, eigentlich der Begriff Realitätswechsel, den du nämlich, wie ich finde, machen kannst, wenn du eine andere Einstellung zur Angst bekommst. Denn Angst, soweit ich bisher gekommen bin, einfach und soweit ich das alles hier so für mich durchschaut und überlegt habe, ist, dass dir Angst, naja, du machst dir deine Angst ja immer selbst. Also, wenn du Angst vor einer Prüfung hast oder Angst vor einer riesigen, schweren Aufgabe oder Angst vor allem vor etwas, was du noch nicht kennst, was du noch nie gemacht hast, oder einfach, wo du auf die Probe gestellt wirst, wo Leute dich beurteilen, zum Beispiel, wo du da sitzt und vier, fünf Leute schauen mit ihren Augen auf dich und erwarten was von dir und so. Dann ist es meistens so, dass du es mit Angst zu tun bekommst, irgendwie auf irgendeine Art. Manch einer ist leichter damit umzugehen und hat das besser gemanagt, und andere haben richtig viel Angst in diversen Situationen. Und was ich mit Realitätswechsel einfach meine, ist, dass wenn du es schaffst zu verstehen, warum du Angst hast, und nicht nur in der Situation zu verstehen, warum du Angst hast, sondern zu verstehen, woher diese Angst eigentlich ursprünglich kommt, wenn du das verstehst, dann kannst du meiner Ansicht nach wirklich einen Realitätswechsel vollziehen. Denn dann verändert sich das Leben, was du durch deine Augen siehst. Und wenn du es schaffst und daran arbeitest, sogar permanent. Denn sonst ist es so, dass du dir einen Tag dann denkst, ja, das stimmt schon,
Dann gehst du schlafen, dann vergisst du wieder, was du am letzten Tag durchdacht hast und dann geht alles wieder von vorne los. Aber wenn du den Ursprung findest, deiner Angst, dann kommst du wo an, wo alles oder vieles plötzlich anfängt, sehr viel Sinn zu ergeben. Und worauf ich da im Genauen drauf eingehen möchte, ist, was du schon ziemlich früh mit auf den Weg bekommst einfach, und das bekommt natürlich nicht jeder mit. Es ist so, dass Angst ja nicht immer nur von dir selbst kommt, sondern Angst wird dir auch von außen gemacht. Gehen wir mal auf die Medien, ja, zum Beispiel, die ja sehr viel Angst auch in dir aufbringen können, indem eine gewisse Berichterstattung erfolgt und dir sagt quasi, hier ist jetzt Bedrohung XY, es ist alles nicht mehr sicher, du musst hier und da aufpassen, da und da ist jetzt das und du wirst krank oder was weiß ich, was wir alles in den letzten Jahren erlebt haben. Je nachdem, wie die Berichterstattung angestellt wird, in welcher Häufigkeit, Frequenz und die Art und Weise, wie sie stattfindet, diese Berichterstattung, wird in dir Angst erzeugt oder weniger Angst erzeugt. Es gibt etwas Objektives, es gibt aber auch was sehr Subjektives, was sehr viel Unsicherheit verursacht. Es gibt Berichterstattung, die quasi sagt, hey, so ist die Sachlage, möglichst objektiv, beruhig dich, mach mal keine Panik. Oder es gibt Sachen, die so Andeutungen machen, damit du Panik bekommst. Und das ist nicht nur bei den Medien so, ich will gar nicht so arg auf die Medien rein, sondern ich möchte einfach damit als Beispiel vorangehen, zu sagen, es sind andere Menschen auch, die dafür sorgen, dass du auch Angst haben kannst, durch deren eigene Unsicherheit. Das heißt, wenn du Menschen um dich herum hast, die in sehr vielen Bereichen sehr unsicher sind und gar nicht wissen, was sie da machen und auch mit den Situationen, die zum Beispiel neu sind für dich, aber auch neu sind für die anderen Menschen, dass die Menschen dann ihre Unsicherheit auch auf dich übertragen können, selbst wenn du ein ganz gechillter Typ bist und eigentlich sagst, hey, ich komme damit schon irgendwie klar. Wenn dann jemand an deiner Seite ist, der dir ständig Angst macht und Panik macht und das versucht, was heißt das versucht, der versucht das ja nicht auf dich zu übertragen, sondern das passiert unbewusst. Dass wenn du ständig jemand oder Leute um dich herum hast, die mit den Herausforderungen vom Leben überfordert sind, dann glaube ich ziemlich fest, dass sich das früher oder später auf dich übertragen kann, wenn du regelmäßig damit beschallt wirst. Und da gehe ich natürlich auch sehr stark zurück auf Kindheit und Jugend. Und da muss man einfach drüber nachdenken, wie weit ist man gereift als Person und was überträgt man zum Beispiel an seine Kinder? Ja? Überträgt man denen Sorgen, Ängste und seine eigene Unsicherheit und die eigene Unvollkommenheit und die eigene Unreflektiertheit über sich selbst? Das heißt, dass man selber gar nicht weiß, was für ein Mensch man ist, was für Schwächen man hat, was für Stärken man hat, was für Probleme man selbst mit sich rumträgt. Wenn man das selbst nicht weiß, kann und dann sich einfach verhält in bestimmten Situationen, dann überträgt man ja unterbewusst und unbewusst diverse Unsicherheiten und Probleme an zum Beispiel seine Kinder. Deswegen halte ich es immer und habe es auch schon so, so viele Jahre für sehr, sehr wichtig gehalten, dass man sich einfach auch mit sich selbst auseinandersetzt, was für ein Charakter man ist, was man da mit sich rumträgt im Leben und dass man irgendwie mit sich ins Reine kommt und mal wirklich fragt, sich ernsthaft fragt, hey, was ist eigentlich los? Was mache ich hier eigentlich? Was ist meine Realität? Und dann kommt man, denke ich mal, vielleicht auch der ein oder andere von euch, irgendwie auf die Erkenntnis, hey, ja, stimmt irgendwie. Ich mache mir wegen vielen Sachen Angst, Sorgen, Bedenken, die Sachen treten gar nicht ein. Es passiert so gar nicht. Das heißt, alles, was ich erwarte, was in der Zukunft geschieht, ist nur eine Fantasie. Es ist eine Vorstellung. Und die Vorstellung malst du dir selber aus mit diesem Angstgefühl, dieser Unsicherheit, diesem mangelnden Selbstbewusstsein und dieser mangelnden Selbstsicherheit, die du selbst mit dir rumträgst und damit kombiniert die Zukunft erwartet. Und dir vielleicht dann nicht zutraust, dass du dieses oder jenes Problem lösen und bewältigen kannst. Und warum ich glaube, dass sich sehr viele Leute auch immer wieder gerne dabei selbst täuschen, ist, dass viele von euch
mit Sicherheit auch schon vor vielen Herausforderungen gestanden sind, dass spontan mal was passiert ist, was eine große Herausforderung war, was schwer zu bewältigen war, aber ihr seid noch da. Du bist noch da und du hast es überwunden und du hast es auf deine Art und Weise irgendwie bewältigt und du bist noch da. So, woher kommt warum frisst diese Unsicherheit noch an dir? Warum frisst diese Angst an dir, dass du das nächste Problem nicht auch gut lösen kannst? So. Und ich glaube, dass das einfach in uns drin steckt, wenn wir das über lange Jahre und in frühen Jahren von uns mitgegeben bekommen haben, dass wir vielleicht nicht gut genug sind, dass wir vielleicht nicht irgendwie, dass niemand auf uns stolz war vielleicht auch oder ja, niemand so wirklich sich mit uns verbunden hat in einer gewissen Art und Weise, auf eine emotionale Art und Weise vielleicht. Und wenn du selbst nicht stolz auf dich bist, wie kannst du stolz auf andere sein? Das ist auch eine spannende Frage, die ich manchmal versuche zu durchdenken und zu hinterfragen, wie viel ist da dran? Aber ich glaube, daran ist was, auf jeden Fall. Und um auf sich selbst aber stolz zu sein, muss man ja auch selbst wissen, was man da gemacht hat oder was man gerade macht, was man bewältigt hat, ob man es gut bewältigt hat. Und da muss man ja auch eine gewisse Verbindung zu sich selbst aufbauen und zu dem, was die eigene Realität angeht. Und dann ist die Frage, wie real ist deine Realität? Das heißt, lobst du dich viel zu krass für minimale Erfolge oder hast du da, sage ich mal, objektiv betrachtet, einen relativ guten Draht zu dir und eine gute Einschätzung in diesem Leben? Also musst du dich jetzt extrem loben, weil du heute den Müll runtergebracht hast? Ist das ein Mega-Achievement, ja? Und kannst du deswegen jetzt die ganze Woche nichts tun, nur weil du einmal den Müll runtergebracht hast? Ist das im Verhältnis betrachtet jetzt wirklich wert, dass man da so mega stolz auf sich ist, zum Beispiel, ja? Oder muss man erst, keine Ahnung, Weltmeister im Karate werden, dass man sagen kann, hey, ich bin jetzt mal stolz auf mich und ich kann mir jetzt mal was gönnen. Also das sind die, finde ich, die zwei Extreme und irgendwo dazwischen eben liegt das, wo ich denke, ja, das ist eine gewisse reale Realität, die man da vielleicht aufbauen kann und für sich selbst einfach um solide durchs Leben zu gehen. Und warum ich das Video und dieses Thema heute einfach mitgenommen habe ins Video ist, dass ich denke, dass es einige da draußen gibt, die hier auch mit einer Verschiebung zu kämpfen haben. Das heißt, dass einfach in der Realität, in der eigenen, sehr viel mit Angst und mit Sorgen zu tun hat. Und quasi das eigene Leben, was man durch seine Augen sieht, man rennt die ganze Zeit rum und trägt so diese Ängste und diese Stimmen mit sich quasi, die sagen, oh, bist du gut genug? Oh, könnte dich jemand verlassen? Oh, habe ich das richtig gemacht? Oh, was ist, wenn das nicht passiert? Oder wenn das passiert, was mache ich dann bloß? Und so weiter und so fort. Und diese ganzen Fragen, diese ganzen Sorgen und das alles, was sich da wie so ein Karussell vielleicht manchmal im Kopf drehen kann, das zu verstehen, wie sehr das deine Lebensqualität beeinflusst. Und wie sehr es das Leben beeinflusst, wie du es siehst, wie du es wahrnimmst und wie sehr du es überhaupt genießen kannst und wie viel du vom Leben haben kannst. Ja? Wenn du das realisierst, was da passiert, die ganze Zeit, jeden Tag, immer wieder, dass du dann anfangen kannst, selbstreflektiert daran zu arbeiten, zu verstehen und dann dich weiterzuentwickeln und zu verbessern, damit du merkst, okay, diese Angst, diese ganzen Sorgen, die ich habe, die kann ich wegschieben, weil ich schaffe es irgendwie. Ich habe das Selbstvertrauen, dass ich es irgendwie schaffe. Und ich weiß aus der Vergangenheit, dass vieles, was ich mir so ausdenke, gar nicht so kommt, wie ich es mir ausgedacht habe. Und deshalb dieses Fantasieren, was man da eigentlich betreibt, Nonsens ist. Und ich glaube, wenn man es wirklich schafft, diese Gedanken zu durchdringen und mitzunehmen, in seinem Leben konstant mitzunehmen, in seinem Leben, in jedem Tag, dass man dann von seinem Leben weitaus mehr hat, als wenn man in dem sonstigen Karussell quasi verharrt und
dabei bleibt und gar nicht versteht, was da passiert. Und den Eindruck, den ich halt habe, ist, dass viele Leute in diesem Karussell einfach feststecken, weil sie in ganz vielem feststecken im Leben und ständig Karussell fahren und deshalb gar nicht begreifen, was da eigentlich sich dreht. Ja. Und daher einfach diese Videobotschaft für den einen oder anderen von euch, falls ihr in diese Gedankengänge mit einsteigen wolltet und konntet jetzt hoffentlich auch. Und dass ihr vielleicht irgendwas mitnehmt für euch, für euer Leben, weil das sind Gedanken, die ich mir hin und wieder mal gerne mache. Und das ist der Weg, den ich auch gehe, neben dem ganzen Zeug, was ich sonst so mache. Und das teile ich einfach mal gerne, weil ich gern drüber reden möchte. In diesem Sinne, Leute, ja, lasst gern unten was da, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns bei einem anderen Video vielleicht bald wieder. Haut rein und macht's gut.